Die GWD-Spielerinterviews werden präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Ja, nach dem heutigen Heimspiel, nach dem 8. Spiel im Monat Oktober, habe ich gleich zwei Spieler bei mir zum Interview. Zum einen Christopher Rambo, heute unser Top-Torschütze, und Marian Michalczyk, der heute sein erstes Spiel, sein erstes Tor gemacht hat in der Liga. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ne? Nee, hast du recht gehabt, klar. Und wie war das Gefühl, das erste Mal auf dem Feld zu stehen und dann auch erfolgreich zu sein? Ja, ist ein tolles Gefühl, definitiv hier in der Kamphalle zu spielen. Und ja, dass ich mich dann so eingefügt habe mit dem Tor, das ist dann natürlich nochmal umso schöner. Christopher, am Anfang lief es nicht so richtig rund. Es waren relativ viele technische Fehler da und das Spiel lief nicht so. Aber irgendwann hast du dann richtig durchgeladen und justiert. Ja, also ist immer gegen Sette. Aber schwierig zu spielen. Aber wenn wir nach 5 Minuten ein bisschen mehr bewegen und so, aber ja, da hilft es für alle. Na gut, aber man sieht bei dir, du musst eigentlich nur den Mut nehmen und aufs Tor werfen, 11 Tore. Da kann dann auch mal ein Fehlwurf dabei sein, aber 11 Tore sind schon eine Marke. Ja, das hat heute gut geklappt. Und auch in der Deckung, ich meine, auf der Position muss ja Moritz auch ersetzt werden, da musst du doppelt arbeiten. Ja, wenn Moritz es verlässt, muss es aber. Aber ich habe ein Gefühl, dass ich dieses Jahr ein bisschen besser in Abwehr spielen. Und das ist super Training für mich. Marian, wie bist du aufgenommen worden? Du trainierst ja mit den Jungs schon lange, bist aber das erste Mal jetzt im Spiel gewesen. Ist das für dich relativ einfach, dann einfach auch dabei zu sein? Oder bist du besonders nervös? Du bist ja, hast ja schon viele Spiele gemacht, auch international für Deutschland in deinem Alter. Aber wenn du das erste Mal so im Seniorenbereich in der zweiten Liga spielst? Ja, ist definitiv ein besonderes Gefühl. Aber angefangen im Trainingslager in Kienbaum, ab da war ich eigentlich super integriert im Team. Und ja, das macht den Einstieg einfach einfacher dann. Okay, jetzt habt ihr endlich 2 Wochen Pause, Christopher. Ich weiß noch nicht, was der Trainer gesagt hat zu euch, ob ihr jetzt frei habt. Weißt du schon was? Na, also ich fahre morgen nach Norwegen. Und egal, ob ihr frei habt oder nicht? Na, also ich gehe mit der Nationalmannschaft. So, ich hatte nächste Woche 3 Spiele. Also das heißt, du erholst dich so richtig aktiv in Norwegen mit der Nationalmannschaft. Eigentlich muss man sich ja ärgern, wenn man dann endlich 2 Wochen Pause hat, aber ich glaube, die Nationalmannschaft ist trotzdem immer noch ein Reiz, oder? Ja, also das ist ein bisschen andere, ja, andere Menschen und ein anderes System. Und ja, wenn man in Norwegen wäre, dann ist da ein bisschen frei, ja. Dann wünschen wir dir eine erfolgreiche Zeit mit der Nationalmannschaft und vor allen Dingen, dass du unverletzt und gesund zurückkommst. Und Marian, noch viele Spiele in der zweiten Liga mit unseren Männern. Dankeschön. Danke.